Hi und herzlich willkommen zu den Nachrichten. Es ist 14 Uhr und sie werden präsentiert von eurem Host with the Most, Vova. In der Höhenregion geht es heute wild zur Sache. Drei Pfiffchen sind ausgebrochen und streifen durch die Region. Sie gelten als besonders gefährlich und jagen ihre Beute gnadenlos hinterher. Wir bitten sie, ihr Haus nicht zu verlassen, bis die Situation entschärft wurde. In der Zwischenzeit können sie direkt nach dem Programm in die neue TV-Show Wo ist mein Dad? Vorbeischauen. Eine international erfolgreiche Serie, die nun auch in der Höhenregion ihre Premiere feiert. Für unsere Naturfreunde habe ich ebenfalls eine interessante Doku mit dem Titel Wieso regnet es immer auf Route 119? Kann ich ebenfalls empfehlen. Und zum Schluss noch kuriose News aus der Welt. Eine junge Trainerin aus Wurzelheim will es wissen. Sie startet auf ein neues Abenteuer mit nichts außer einem Togepi. Außerdem sagt sie, dass sie keine Items zum Tragen oder in Kämpfen verwenden will. Ihr Ziel ist es, Champ der Region zu werden und es ihren Eltern zu beweisen. Nun fragen sie sich, wie kommt man auf diese Idee? Experten sind sich uneinig, aber Professor Birk denkt, dass die Umfrage auf dem YouTube-Kanal It's Vova zu der Entscheidung geführt hat. 43% von über 5000 Stimmen haben dazu geführt, dieses waghalsige Abenteuer zu starten. Wir sind als erstes Kamerateam da gewesen und werden über das Abenteuer berichten. Und wenn Sie sich gefragt haben, wieso ich wie eine Frau aussehe und wie ein Mann rede, dann bedanken Sie sich bei dem Fahrer des Umzugswagens. Ich saß im Dunkeln hinten und der Fahrer wollte gerne jedes Schlagloch mitnehmen. Ich habe mich dann bei der Auswahl verklickt und wollte das Spiel nicht neu starten. Okay, los geht's. Wenn das Fernsehen uns eins gelehrt hat, dann, dass wir definitiv nicht die Dinge nachmachen sollten, wenn gesagt wird, dass wir die Dinge nicht zu Hause nachmachen sollten. Also warten wir, bis es Nacht wird, hauen von zu Hause ab, besorgen uns ein Togepi und probieren dann die verbotenen Dinge aus. Oh, die Nachrichten haben nicht gelogen. Togepi ist wirklich ein süßes Pokémon. Selbstverständlich habe ich Professor Birk geholfen. Togepi ist ein interessantes Baby-Pokémon, welches nicht nur schlechte Statuswerte hat, sondern auch auf Level 5 eine interessante Attackenauswahl. Metronom ist die einzig offensive Attacke und hat das Potenzial, mit Ausnahme von einigen wenigen Attacken, jede Attacke herbeizurufen. Für meinen ersten Kampf im Spiel und mein erstes Mal Metronom war es dann eine der stärksten Attacken im Spiel. Die K.O.-Attacke Hornbohrer. Ich habe das Togepi Nadel genannt, eine Zuschauerin, die mir dieses Kunstwerk passend zum Video zugeschickt hat. Danke dafür. Nachdem wir Professor Birk vor Pfiffchen gerettet haben, ging es auf zu meinem Vater nach Blütenburg City. Ich bat ihm drum, nichts meiner Mutter zu erzählen. Er versprach innezuhalten, allerdings nur, wenn ich dem neuen Jungen helfe, ein Pokémon zu fangen. Gesagt, getan, wir sind rausgegangen, der Glückspilz ist einem Trassler begegnet und konnte dieses mit einem Pokéball fangen. Außerdem meinte er, dass ich wirklich Eier habe, nur mit Togepi Champ der Region zu werden, auch wenn schon eins geschlüpft ist. Westlich von Blütenburg City bekam ich dann die volle Ladung ikonische Höhenmusik zu spüren. Die guten alten Trompeten. Sie machen diese Region einfach unverwechselbar. Im Blütenburgwald gab es eine kleine Auseinandersetzung mit einem Wissenschaftler und einem Team Aqua-Rüpel. Wir konnten die Sache aber schnell aus der Welt setzen und haben kurze Zeit später Metaross City erreicht. Hier bin ich ins Pokécenter gelaufen und habe gewartet, bis ein neuer Tag anbricht. Der frisch angebrochene Tag soll genutzt werden, um große Taten zu erledigen. Als erstes habe ich mit Togepi ein paar Schwalben verprügelt und dann ein weiteres Team Aqua-Mitglied, welcher vielleicht einen Doktor aufsuchen sollte, da seine Körperhaltung echt ungesund ausschaut, in die Flucht geschlagen. Er hat das Wingull von Mr. Brack gestohlen, welches er aber nach dem Kampf schnell wieder zurückgab. Der mittlerweile in Rente gegangene Höhendampfschiffsfahrt-Gesellschaftskapitän, ich wusste, dass ich das Wort irgendwann mal unterbringen kann, war uns dankbar für die Rettung und meinte, dass wir bei ihm vorbeischauen sollen, wenn wir den ersten Orden erhalten haben. Also habe ich mich auf den Weg zurück nach Metaross City gemacht und mein Glück in der ersten Arena probiert. Wir wurden hier direkt von Felicia begrüßt und es fällt sofort auf, dass die Arena mittlerweile ein kleines Museum geworden ist. Doch wir sind nicht hier, um ein paar Steine und Fossilien zu beobachten, wir sind hier für den Kampf gegen Felicia, die Gesteins-Arena-Leiterin. Sie hat zwei Pokémon und startet mit einem Kleinstein. Und ich hatte nur eine offensive Attacke dabei, Metronom. Weshalb ich mich dazu entschied, erstmal den Angriff mit Hilfe von Charm zu senken. Um genau zu sein, hat Togepi seinen Charm zweimal spielen lassen. Danach gab es noch ein Gena, um die Kontrolle im Kampf aufzubauen. Mit einem schläfrigen Kleinstein ging es dann los mit der Zaubershow. Welche Attacken wird Togepi heute mit Hilfe von Metronom aus den Hut zaubern? Attacke Nummer 1 war Nitro-Ladung. Eine tolle Attacke, die Togepi etwas Initiative zurückgegeben hat, aber nicht unbedingt viel Schaden hinterlässt. Als nächstes kam dann Wunderraum. Eine komische Attacke, die die beiden defensiven Werte aller Pokémon vertauscht. Während Kleinstein am Schlafen war, schwächelte Togepi erst und traf die Kehrschelle nicht, konnte dann aber eine ordentliche Attacke vorbeirufen. Drachenwut. Diese Attacke fügt immer, wenn sie trifft, 40 KP Schaden zu und ist damit perfekt, um Pokémon auf niedrigen Leveln zu besiegen. Genau wie das Kleinstein hier. Nun war genügend Platz für die Riesennase vom zweiten Pokémon, Nasgnet.
Auch hier half mir der Charme dabei, den Schaden von Nazgnet zu kontrollieren, wobei die KP von Togepi langsam gefährlich knapp wurden. Gegen Nazgnet kannte Nadel keine Gnade. Erst war es dank Metronom der Holzhammer, dann der Sondersensor, zwischendurch ein kleiner Groll, um die AP und den Gegner zu erniedrigen, und mit nur noch 3 AP schleuderte Togepi nochmal ein paar Steine durch die Gesteinsarena. Nur leider überlebte Nazgnet und Felicia halte diesen hoch. Mit 2 AP auf Metronom roch Nazgnet schon den Sieg und ließ seinen inneren Safcon raushängen. Währenddessen entschied sich Togepi, ein Giftiebein einzusetzen. Es machte zwar kaum Schaden, vergiftete aber das Gesteins-Pokémon. Mit dem letzten AP jaulte Togepi nochmal, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ohne eine offensive Attacke musste ich nun den Sack zumachen, indem ich Nazgnet lang genug hinhalte. Dabei half der Kuss auf die Nase und die daraus resultierende Verwirrung leider nicht aus. Nazgnet traf sich nicht einmal selbst, aber das Gift war am Ende genug, um ihn ein für alle Mal zu besiegen. Ein sehr knapper Kampf, aber Felicia ist geschlagen. Der Gesteinsorden ist unser. Nun, da wir den ersten Orden geholt haben und ich nicht mehr zu Hause bei meiner Mutter wohne, braucht es einen Job. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem der erfolgreichsten Unternehmen der Region und ehrlich gesagt mochte ich den Chef, besonders wegen seinem Bild von Ammonitas. Einige typische Vorstellungsgesprächsfragen später musste ich mich beweisen. Mr. Trum wollte, dass ich einen Brief an seinen Ausbildungsleiter Treu übergebe und er weiterschauen soll, was man mit mir anstellt. Immerhin muss ich keinen Kaffee kochen und ein Poke-Multinavi gab's obendrauf. Um zu Treu zu gelangen, habe ich die Dienste von Mr. Brack in Anspruch genommen. Wir sind über das Meer zur nicht weit entfernten Insel Faustauhafen geschippert. Hier auf der Insel soll er sich im Moment befinden, angeblich in einer Höhle. Ich habe es auch zu seinem Aufenthaltsraum geschafft. Vielleicht war es aber auch die Schlange zum Klo. Ich bin umgekehrt und dachte mir, dass ich meine Zeit sinnvoller nutzen könnte, als zu warten. Faustauhafen beherbergt nämlich die nächste Arena, welche abends an Tagen, die mit G enden und Mittwoch auch als Fitnessstudio etwas Geld nebenbei verdient. Dieses Geld haben sie auch bitter nötig, da anscheinend die Stromrechnungen nicht bezahlt wurden. Ganz im Geiste von Saphir und Rubin tappte man hier im Dunkeln und musste sich den Weg zum Arenaleiter bahnen. Geführt wird sie von Camillo, den Kampf-Arenaleiter. Auch er besitzt 2 Pokémon und startete den Kampf mit Macholo. Mein mittlerweile Level 20 Togepi hatte nichts Neues dazu gelernt und verließ sich immer noch auf die Macht des Metronoms. Zuvor gab es aber wieder das Spiel mit dem Charme. Anders als Kleinstein konterte Macholo das Ganze aber mit Silberblick überraschend gut. Das erste Metronom war ein einfacher und simpler Kampfgebrüll. Togepi brachte sich in Kampfstimmung und der Karateschlag des Kampf-Pokémons machte so wenig Schaden, dass Macholo lieber die Zeit nutzen wollte, um zu schlafen. Das Baby-Pokémon zeigte dann mit einem Solarstrahl seine ganze Power. Nur leider reichte der nicht ganz aus. Die roten Kapi alarmierten Macholo und er wachte wieder auf, um etwas rumzuprotzen. Er bekam einen Trank und kurze Zeit später ein Elektronetz zu spüren. Danach zeigte Nadel vollsten Körpereinsatz. Erst ein Donnerschlag, dann ein Rankenhieb, gefolgt von einem Eiszahn. Pause nicht vergessen und weiter geht's mit Bitterkuss. Ich habe gemerkt, dass mein Spezies sehr AP-hungrig war und ich nur noch 3 AP auf Metronom übrig hatte. Da Camillo noch ein zweites Pokémon hat, musste ich nun hoffen, dass er sich durch die Verwirrung selbst ausnockt. Das Ganze klappte ganz gut, nur leider dauerte es etwas länger als gedacht. Macholo traf sich 1, 2, 3 Mal selbst und war out. Togepi ist der Sieger, fehlt nur noch Makuhita. Togepi nutzte die erste Runde, um mit Hilfe von Amnesie die Spezialverteidigung zu erhöhen, während der Gegner Protzer zeigte. Die nächste Runde war Vakuumwelle, was guten Schaden gemacht hat, besonders wenn man beachtet, dass Makuhita sich dank der Verwirrung selbst verletzt hat. Mit dem letzten verfügbaren Metronom brachte Togepi und der Energieball den Kampf zu einem Ende. Makuhita und damit auch Camillo sind geschlagen. Der Knöchelorden ist unser. In der Zwischenzeit schien Treu die ganzen wartenden Leute vertrieben zu haben, also bin ich reingestürzt, habe mich ohne ein Wort von mir zu geben vorgestellt und den Brief von Mr. Trum übergeben. Er bedankte sich und zog sich davon. Ich entschied mich ebenfalls, die Höhle zu verlassen und zu gucken, wo es mich als nächstes hinführt. Mr. Brack meinte, dass Graffiport City eine gute nächste Station wäre, also wurde der Anker gelichtet und einige gesparte Schiffsanimationen im weißen Bildschirm später standen wir am Strand. Hier sorgt ein älterer Herr zusammen mit seinem Zigzags, genau wie in den alten Teilen damals, dass der Strand sauber bleibt, denn wenn wir das Meer verschmutzen, bekommen wir den Schmutz zurück. Eine kleine, aber wichtige Botschaft und Tätigkeit. Graffiport City hat zwar keine Arena, dafür versprach es aber hier auch rund zu gehen. Eine Menge Leute mit Rückenproblemen, verkleidet als Team Aqua, scheinen hier ihr Unwesen zu treiben. Sie schienen interessiert zu sein am Ozeanmuseum, was man ihnen nicht übel nehmen kann, da es hier ziemlich cooles Zeug gibt. Wie beispielsweise dieser Gummiball hier, der erklären soll, wie das Ganze mit dem Druck unter Wasser abläuft. Auf der zweiten Etage ging es dann zur Sache. 2 Rüpel forderten mich zu einem Kampf heraus, konnten aber nichts reißen und bekamen eine Verwarnung vom Chef höchstpersönlich. Der Team Aqua-Boss Adrian warnte uns, nicht seine Pläne zu durchkreuzen, was eigentlich nichts anderes bedeutet als, wir sehen uns bald wieder. Da Team Aqua davonzog, wollte ich auch zur nächsten Stadt und damit auch zur nächsten Arena.
Doch kurz bevor ich die Stadt verlassen konnte, schwenkte die Kamera rüber zu zwei Jungs und dann zu Xenia. Sie ist in einer Art und Weise ebenfalls ein Champ, nur weniger an Kämpfen und viel mehr in den ganzen Schickimicki-Dingen und Wettbewerben. Sie war gerade auf Talentsuche und wie der Zufall es so wollte, sah sie Potenzial in mir und meinem Togepi. Damit gab es keine Ausrede mehr, nicht mit Togepi mich an einem Wettbewerb auszuprobieren. Also, herzlich willkommen aus der Wettbewerbshalle. Heute in der Show sind Manfred und Bubum, Mini und Lemrulf, Virginia und Wingel und zu guter Letzt Vovina und Nadel. Los geht's mit der Kunststücksrunde. Das Ziel ist es, die meisten Herzen vom Publikum zu erhalten. Wingul startete mit einer Aquavelle und soliden 3 Herzen. Flurmel startete mit einem Kleiderschrei und ebenfalls 3 Herzen. Bummels hingegen schlug eine Zugabe vor und sicherte sich 2 Herzen plus ein Bonusherz für die Auswahl der richtigen Attackenkategorie. Togepis Runde begann leider katastrophal, denn die Attacken von Flurmel und Wingul haben Togepi verunsichert und zu nervös gemacht, eine Attacke auszuführen. In der zweiten Runde ging es dann richtig zur Sache. Flurmel erstaunte mit seinem Erstauner, Wingul holte den Nebel raus und Bummels mit seinem Konter holte sich 5 Herzen. Einer davon wurde aber abgezogen, da die falsche Attackenkategorie ausgewählt wurde. Togepi zeigte uns dieses Mal seinen berühmt-berüchtigten Charme. Damit verunsicherte es die Gegner. Runde 3 wurde spannend. Bummels zeigte nichts Neues mit seiner Zugabe. Togepi an nächster Stelle allerdings schon, mit seinem Metronom. Wie in den Kämpfen ist diese Attacke ein Glücksgriff und dieses Mal war das Glück auf meiner Seite. 8 Herzen für Togepi. Flurmel und Wingul zeigten ähnliche Ergebnisse wie in der Runde zuvor. Runde 4 startete mit Togepi. Dieses zeigte uns einen Bitterkuss, um die Gegner, die danach drankommen, potenziell zu verunsichern. Außerdem bekam Togepi den 5. Stern und war damit in der Lage, ein Live-Kunststück vorzuführen und das Herz des Publikums zu erobern. Doch Flurmel zeigte sich super schlau und kopierte mit Hilfe von Schlafrede die Anzahl der Herzen, die Togepi hart gesammelt hat. Währenddessen ist Bummels in der Runde eingeschlafen und Wingul holte sich noch ein Herz ab. Nun beginnt die letzte Runde. Flurmel und der Erstauner erstaunten das Publikum für 3 Herzen. Togepi ließ ein letztes Mal seinen Charme spielen und klaute damit noch ein Herz von Flurmel. Wingul führte eine Aquavelle vor und staubte sich ähnlich wie Bummels 3 Herzen ab. Und das war's, die 5 Runden sind vorbei. Jetzt werden die Punkte zusammengezählt und der Sieger bestimmt. Sieger ist ganz knapp vor Mini und Lemrulf. Togepi. Als Belohnung gab es eine komische Bewegung von Xenia und ein Pikachu. Ich habe es nach dem Zuschauer Mephisto benannt und Pikachu das coolste der verfügbaren Outfits verpasst. Danach ging es aber auf die Box und für mich weiter nach Malvenfroh City und damit der nächsten Arena. Vor der Arena wartete ein Altbekannter auf uns. Heiko. Er diskutiert mit seinem Onkel, ob er an der Arena teilnehmen darf und leider gingen ihm die Argumente aus. Also wollte er in einem Kampf gegen das allmächtige Togepi das ultimative Argument bringen. Nur leider hat er verloren. Als Dankeschön vom Onkel gab es Zertrümmerer. Eine schöne Attacke, die in Kombination mit der Fähigkeit Edelmut immer die Verteidigung senkt. Aber nun zur Arena von Neu-Malvenfroh City. Diese Arena hat ein kleines Stromrätsel, welches schnell gelöst ist. Allerdings hatte ich hier ein ziemlich ungewöhnliches Problem. Beim Betreten des roten Schalters wurde ich gezwungen, gegen den Gitarristen zu kämpfen. Ich habe die Challenge akzeptiert und stand einem Magnetilo gegenüber. Togepi ist, wie bisher üblich, auf Metronom gegangen und ab da begann der Spaß. Abgesang. Togepi hat sich sein eigenes Grab geschaufelt. In 3 Runden ist es besiegt. Komme was wolle. Einzig und alleine eine Auswechslung könnte das verhindern. Mein Gegner hat es schnell begriffen und sein Magnetilo ausgewechselt, während die Runden vergingen und Togepi besiegt wurde. Besiegt durch sich selbst. Manchmal ist der größte Gegner auf Erden der Kampf gegen sich selbst. Beim nächsten Versuch lief es dann etwas besser und der Rest war auch kein Problem mehr. Somit kann es losgehen in den Kampf gegen Walter, der Elektro-Arena-Leiter. Er startete mit Magnetilo und einer Donnerwelle, während der Metronom-Tiefschlag von Togepi keine Wirkung zeigte. Als nächstes kam dann ein Voltwechsel und Magneton zeigte sich. Ich hatte sehr viel Glück und Togepi zauberte einen Lehmschuss herbei, der Magneton zerstörte. Als nächstes kam Voltoball, der noch nicht ganz aufgeladen war und deshalb da etwas nachladen wollte. Währenddessen zeigte Togepi einen Flammenblitz, gepaart mit einer Verbrennung. Das war zu viel des Guten für Voltoball und auch er wechselte dank Voltwechsel aus. Togepi rief die Sterne herbei, welche leider nicht genügend Schaden machten. Magnetilo ging dann ebenfalls auf Voltwechsel und wieder war der Pokéball draußen. Dieses Mal konnte ich aber die Attacke predikten und Bitterkuss einsetzen, um die Kette zu durchbrechen. Anstatt anzugreifen, entschied sich Walter aber für eine Heilung und all mein gutes Glück verschwand plötzlich. In der gleichen Runde wurde aus dem Metronom ein Wagemut und es war aus und vorbei für Togepi. Das zweite Mal, dass Togepi sich selbst rausgenommen hat. Walter alleine mit Metronom zu besiegen, wird unglaublich schwer. Ich habe es aber weiterhin probiert. Mein Ziel war es, nur mit Togepi und Metronom als einzig offensive Attacke zumindest die ersten 3 Orden zu holen. Im Moment mache ich aber eine Challenge live auf Twitch, in der ich nur mit Metronom Pokémon Heart Gold versuche durchzuspielen. Ich lasse euch einen Link dazu in der Videobeschreibung da. Schaut gerne vorbei. Mit meiner zweiten Niederlage entfaltete sich plötzlich die Schwierigkeit gegen Walter. 3 Pokémon, die sofortige Paralyse von Magnetilo und die ständige Auswechslung mit Hilfe von Voltwechsel machen es unglaublich schwer, Kontrolle im Kampf zu bekommen.
Ich muss mich einzig und alleine auf mein Glück verlassen und das war nicht unbedingt immer auf meiner Seite. Verwirrungen, Paralysen, fragwürdige Attacken. Ich war sogar ab einem Punkt so verzweifelt, dass ich sehen wollte, ob es mit Zertrümmer einfacher wäre. Aber selbst die Attacke macht zu wenig Schaden und da die Gegner immer wieder auswechseln, bringen die Verteidigungsdrops nichts. Es kommt einzig und alleine auf eine gute Folge von Attacken mit Metronom an. In knapp 37 Versuchen später sah es dann in etwa so aus. Nach den ganzen Versuchen, sofort mit der Brechstange zu starten, habe ich mich für Bitterkuss entschieden. Somit besteht eine 50%ige Chance, dass Magnetilo nicht trifft und ich somit ohne eine Paralyse davonkomme. Als nächstes bin ich auf Gena gegangen, um Magnetilo so lange wie möglich im Kampf zu behalten. Währenddessen hat er sich zweimal selbst getroffen. In der dritten habe ich dann Metronom eingesetzt und bekam einen Wasserring. Darauf folgte eine starke Psi-Welle seitens Togepi und Magnetilo ist besiegt. Als nächstes kam seine Weiterentwicklung. Auch hier wollte ich das nach demselben Prinzip machen, nur war hier Magneton schneller und kam ihm mit der Verwirrung zuvor. Togepi bekam den Bitterkuss durch und beide waren verwirrt. Magneton traf sich selbst und das Baby-Pokémon bekam ein Metronom durch. Mit einer Attacke, die den Frust der ganzen gescheiterten Versuche wegnahm. Magneton ist besiegt und es bleibt nur noch einer übrig, Voltoball. Voltoball entschied sich wieder für einen Ladevorgang, während ich Gena eingesetzt habe und in der darauffolgenden Runde mich selbst traf. Nachdem Voltoball eingeschlafen ist, war es nur noch eine Kombination aus Metronom-Attacken. Erst die starke Ampelleuchte, dann ein komischer Magiemantel, gefolgt von einem schwachen Kraftvorrat, ein bitterer Versuch Liebe mit ins Spiel zu bringen, eine kurze Pause mit einem Gena und dann der alles entscheidende Geowurf. Ein knapper Kampf, aber Walter ist erledigt. Zeigte aber immer noch gute Laune, was nachvollziehbar ist, wenn wir uns vorher über 30 Mal bekämpft haben und wir beide vermutlich jede Attacke in diesem Spiel von einem Togepi eingesetzt gesehen haben. Der Dynamo-Orden gehört nun uns. Die verlorene Zeit im Arena-Kampf wollte ich schnell wieder einholen, doch Team Aqua schmiedet wieder Pläne. Unter anderem versperren sie den Weg zur Gondel. Also mussten wir durch den feurigen Pfad. Hier gab es heißen Schleim, stinkenden Schleim und ein müdes Dromedar. Kurze Zeit später bin ich dann einem Wanderer begegnet, der mir eine Geheimbasis angeboten hat, was das Ganze dann nicht mehr so geheim macht. In Laufwechselfeld haben wir dann erfahren, dass ein Professor zusammen mit einem Metroiden entführt wurde. Praktischerweise wurde uns mitgeteilt, dass sie nicht weit weg in der Metroidenschlucht sind. Hier wartete dieses Mal aber nicht Adrian, sondern vielmehr ein weiterer Rüpel und der Vorstand höchst persönlich auf uns. Im Doppelkampf konnte ich endlich eine neue Attacke ausprobieren, Antikraft. Diese hatte Togepi selbst erlernt und mit Edelmut hat sie eine 20%ige Wahrscheinlichkeit, alle Statuswerte um eine Stufe zu erhöhen. Für ein Baby-Pokémon in dieser Challenge ohne Items definitiv notwendig. Den Doppelkampf konnten wir zum Ärgernis der Team Aqua-Leute für uns entscheiden. Den Metroiden haben wir aber nichtsdestotrotz an diese verloren, weshalb nun schnelles Handeln gefragt war. Wir haben den Wissenschaftler zurück zu seiner Mama gebracht und uns dann auf zum Vulkan begeben. Team Aqua stand auf unserer Seite und half mir dabei, einen Teil der Rüpel in Schach zu halten. Ich durfte mich dann mit dem Boss persönlich rumschlagen. Ganz im Star Wars Feeling über einen Vulkan. Selbstverständlich gab es auch vorher die obligatorische "Ich erzähl dir alles von meinem Plan, da ich sowieso nicht verlieren werde" Rede. Doch wie jeder Bösewicht täuscht er sich. Sein Magnein stärkte mein Togepi aufgrund der Angeberei und Nadel ließ sich das nicht zweimal sagen und klatschte ihn mit zwei Kampfattacken weg. Tohaido folgte kurze Zeit später und Golbat spürte die antike Kraft eines Togepis. Adrian ist besiegt und genau ab diesem Zeitpunkt begann es. Ab diesem Zeitpunkt muss ich für jedes erreichte Level die Entwicklung von Togepi abbrechen. Ich hätte mir auch nach dem Kampf gewünscht, dass ich Adrian ganz im Stile von 300 in den Vulkan trete. Vermutlich würde dann Obsidian entstehen. Ich frage mich auch, wer diese Glasplattform über einen Vulkan gebaut hat. Mit diesen offenen Fragen verzog sich nicht nur Team Aqua, sondern auch meine Wenigkeit, runter vom Schlottberg auf nach Bad Lavastadt. Hier wartet schon die vierte Arena auf uns, in der wir auf den richtigen Holzbrettern treten müssen, um zu Flavia, der Feuer-Arena-Leiterin, zu gelangen. Ich glaube, sie war nicht so erfreut, mich zu sehen, deswegen machen wir es kurz. Sie hat drei Pokémon und startet mit dem heißen Haufen Schleim. Mit der Antikraft von Togepi war dieses aber schnell Geschichte. Als nächstes kam Kurtel. Eine Antikraft konnte die Schildkröte wegstecken. An die Kraft von Togepi kam es aber mit einem Fluch nicht ran, weshalb die zweite Antikraft ausreichte. Flavias letztes Pokémon war Kamaup. Leider gingen mir die AP auf der Gesteinsattacke aus, also musste Metronom ran. Als erstes kam Clownwetzer, was Kamaup mit einer Amnesie beantwortete. Beim nächsten Versuch kam dann ein Überwurf, gepaart in der darauffolgenden Runde mit einem Turbotempo. Flavia ist geschlagen und der Hitzeorden ist dank Antikraft unser. Damit wird es Zeit, über unseren eigenen Schatten zu springen und meinen Vater herauszufordern. Er wartete geduldig in der Arena von Blütenburg City. Was die Statuswertsummen angeht, hat er die stärksten Pokémon dabei. Angefangen mit Letaking. Ich entschied mich dazu, Antikraft einzusetzen, um die Chance zu bekommen, meine Statuswerte zu erhöhen. In der dritten Runde entschied er sich dann für Zugabe. Das Positive war aber, dass er jede zweite Runde selbst eine Pause macht. Während Togepi noch am Schlafen war, griff Letaking mit einer Heimzahlung an. Danach ist Nadel aufgewacht und ich bekam die entscheidende Antikraft durch. Nach einem tiefen Blick in das Gesicht von Letaking und der Entscheidung, ob ich weiterhin Antikraft oder Zertrümmerer einsetzen soll, habe ich mich für die Kampfattacke entschieden, während Letaking einen Hypertrank bekam. Mit Hilfe von Zertrümmerer konnte ich guten Schaden verteilen, nur leider kam wieder ein Gena durch, bevor ich es dann eine Runde später besiegen konnte.
Als zweites Pokémon kam Moontier und Togepi war wieder am Schlafen. Moontier bekam eine Heimzahlung durch, in der nächsten Runde wachte Togepi aber auf und verteilte ordentlichen Schaden. Das Normal-Pokémon war beeindruckt und wollte unbedingt eine Zugabe. Und die bekam er auch. Somit war Darth-Vater runter auf sein letztes Pokémon, Leta-King Nummer 2. Dieses verärgerte Togepi mit einer Angeberei und das arme Togepi traf sich nicht nur einmal, sondern gleich zweimal selbst. Zusammen mit einer Heimzahlung von Leta-King waren die KP plötzlich runter auf 21. Der Zertrümmerer machte hier etwas weniger Schaden. Aber die Schnarchnase wurde Leta-King zum Verhängnis und ein zweiter knockte auch das letzte Pokémon von Norm aus. Der Kampf ist gewonnen, David hat gegen Goliath gewonnen und der Balanceorden ist unser. Dieser gab uns die Möglichkeit, ein Event nachzugehen, welches überraschend mit den Remakes dazu kam. Auf dem Weg nach Baumhausen City zeigte sich Troy und kurze Zeit später auch Latios. Latios brauchte unsere Hilfe, also sind wir mit ihm zu einer weit entfernten Insel geflogen. Hier waren ein paar Team Aqua-Mitglieder, welche wir aber schnell in die Flucht schlagen konnten. Daraufhin war Latios überzeugt, dass es bei mir gut aufgehoben ist und wollte sich meinem Team anschließen. Anscheinend hat es aber nicht kommen sehen, dass ich es auf die Box packen muss. Ich habe es zuvor noch Maha genannt. Back on Track habe ich noch kurz im Klimainstitut vorbeigeschaut, Team Aqua eine weitere Abreise verpasst und dann Baumhausen City erreicht. Eine schöne Stadt, die 6. Arena beherbergt. Der Weg dahin wird aber von etwas Unsichtbarem blockiert. Genau deswegen treffen wir uns mit Troy. Er hat genau das richtige Werkzeug dafür und zeigte mir an einem Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ein wildes Kecleon tauchte auf und forderte mich zu einem Kampf heraus. Ich entschied mich hier aber schnell zu fliehen, woraufhin Troy meinen Kampfstil bewundert. Scheint wohl ein Franzose zu sein. Hey, den Witz hast du schon mal gebracht. Ja, ich find's immer noch witzig. Mit Hilfe der technischen Gerätschaft konnte ich dann das zweite Kecleon in die Flucht schlagen und mich dann der Arena von Baumhausen City stellen. Sie ist an sich eine interessante Arena, da man hier, wenn man geschickt ist, jeden Trainer aus dem Weg gehen kann. Fürs Training habe ich sie aber trotzdem herausgefordert, um dann mit Togepi fit genug zu sein, um Wiebke, die Flugarena-Leiterin, herauszufordern. Sie startet den Kampf mit Schwalboss. Dieses war schneller und konnte mit Eroas etwas Schaden austeilen, bevor es dann aufgrund einer Antikraft seine beste Impression einer Schwalbe zeigen konnte. Vom Feld runter mit roter Karte und ausgewechselt ging es weiter mit Panzer Aeron. Hier machte die Gesteinsattacke deutlich weniger Schaden und die Stahlattacke im Gegenzug war auch nicht einfach wegzustecken. In der nächsten Runde entschied ich mich deshalb mit einer Verwirrung zu arbeiten. Panzer Aeron sah vor lauter Vögel das Ei nicht mehr und traf sich selbst. Togepi nutzte die Gelegenheit aus und zauberte dank Metronom noch die Sterne dazu. Der Stahlvogel traf sich ein zweites Mal selbst und bekam deshalb etwas Unterstützung von Wiebke. Eine Antikraft kombiniert mit der Verwirrung und dem Zertrümmerer waren dann aber zu viel für Panzer Aeron. Auch dieses ist besiegt. Zeit für das Pokémon auf Wolke 7, Altaria. Es kam raus und Togepi zeigte keine Gnade mit der Antikraft. Eine Antikraft one-shottete fast Altaria und gab Togepi einen ordentlichen Boost, während das Flug-Pokémon versuchte, sich noch flauschiger zu machen. Ich war mittlerweile bei einem AP auf Antikraft, weshalb ich versucht habe, mit Metronom Altaria zu besiegen. Togepi rief die Feuersäulen herbei und Altaria suchte ihren Weg zurück in ihren Ball. Zu guter Letzt kam Wiebkes Pelipper raus. Die letzte AP auf Antikraft zeigte nochmal, wie stark die Attacke sein kann. Pelipper ist besiegt und Wiebke ist geschlagen. Der Federorden ist unser. Antikraft bewies Gold wert zu sein, aber die geringen AP konnten auf Dauer ein Problem werden, weshalb mein nächstes Ziel wurde, die Attacken von Togepi auf ein besseres Niveau zu bekommen. Dafür habe ich auf dem Weg nach Segros Hope City einen kurzen Abstecher beim Pyroberg gemacht. Und natürlich war auch Team Aqua hier unterwegs. Diese sind gerade dabei, ihren großen Masterplan in die Tat umzusetzen. Punkt 1 war es, den blauen Edelstein zu stehlen. Punkt 2 war es dann, an ein U-Boot zu kommen und sich in ihrer nicht mehr so geheimen Geheimbasis zu überlegen, was man mit einem Edelstein und einem U-Boot so anstellen kann. In der Zwischenzeit habe ich hier Spukball gefunden, eine nützliche TM, die Togepi erlernen kann. Und für alle, die sich fragen, was da oben rechts glänzt, es ist ein Megastein, um genau zu sein, der von Meditales. Außerdem habe ich dann von diesem netten Mädchen hier im Austausch gegen die neueste Ausgabe der Mickey Maus Zauberschein erhalten. Zauberschein ist die stärkste Step-Attacke, die Togepi erlernen kann. Und erlernen wird. Das Moveset von Togepi hat sich in kurzer Zeit um einiges verbessert. Es fehlte nur noch eine Attacke, die hatte aber noch keine Eile. In der Geheimbasis von Team Aqua ging es groß zur Sache. Sie haben sich einiges von Team Rocket abgeguckt. Die Teleporter, die nicht vorhandenen Überwachungskameras und die schwachen Rüpel. Und natürlich auch die super seltenen Items, wie beispielsweise der Meisterball oder der AP-Top hier. Damit habe ich die AP von Antikraft maximiert, da die 5 AP auf Dauer sehr gering waren. Team Aqua wollte es sogar zu 5 gleichzeitig gegen mich ausprobieren. Das Ganze sah ziemlich amüsant aus. Mein Togepi schnipste einmal mit dem Finger und die Pfiffchen fallen wie die Fliegen. Und das, ohne überhaupt Finger zu haben. Das U-Boot hat Team Aqua fairerweise echt schön designt, nur leider kam ich zu spät und es ging auf Tauchgang. Weshalb es für mich über das Meer nach Moosbach City ging. Eine schöne kleine Insel, die uns vor Arena Nummer 7 stellt.
Diese lässt uns ein kleines Schalterrätsel lösen, um dann nicht nur bei ein, sondern direkt bei zwei Arena-Leitern anzukommen. Ben und Svenja sind super nette Zwillinge, kämpfen aber nicht, wenn ich nur ein Pokémon dabei habe. Deshalb musste ich mir Hilfe dazu holen, von einem Pokémon, das Erfahrung davon hat, keine große Rolle in Kämpfen einzunehmen und auf seine einzigartige Weise bis heute noch als legendär gilt. Carpador. Diese mächtige und männliche Präsenz eines Fisches habe ich mit einem Meisterball gefangen. Für die Challenge darf ich den Meisterball sowieso nicht verwenden und ehrlich gesagt hat es was, den wertvollsten Ball für einen Carpador zu verwenden. Für welche komischen Pokémon habt ihr schon mal einen Meisterball verwendet? Lasst es mich wissen. Ich habe das Carpador Holy Carp genannt und selbst der Pokédex sagt, dass es nutzlos ist. Schauen wir rein, wie er und Togepi sich im Kampf gegen die Psycho-Arena-Leiter Ben und Svenja schlagen. Anders als in den originalen Teilen haben sie jeweils ein Pokémon, Lunastein und Sonfel. Sonfel entschied sich für einen Solarstrahl, während der Mond Carpador mit einer Psychokinese one-shottete. Ich schätze, der Pokédex-Eintrag lag nicht ganz falsch. In der gleichen Runde konnte Togepi mit einem Spukball ordentlich Schaden an Lunastein austeilen, wodurch die Sonne und der Mond ihre Attacken in der nächsten Runde kombinierten. Doch beide Attacken konnte Togepi wegstecken wie ein zukünftiger Champ. Danach besiegte der Spukball von Togepi Lunastein. Alleine gegen Sonfel ließ dieses nochmal die Steine regnen und Togepi war runter auf 40 KP, konnte aber nochmal mit Spukball Sonfel stark anschwächen. In der letzten Runde tat die Sonne das, was sie am besten tut. Die Sonne rausholen. Togepi beendete den Kampf mit einem vierten Spukball. Aus und vorbei für die Zwillinge Ben und Svenja. Der Mentalorden gehört nun uns. Es fehlt nur noch ein letzter Orden und die Arena dazu war nicht weit entfernt. Doch als ich die Arena verlassen habe, schoss ein riesiger Strahl aus dem Meer und die gesamte Bevölkerung von Moosbach City, also 1, 2, 3, 7 Leute und ein Eneko waren besorgt. Also haben wir nachgeschaut, was genau da passiert ist. Team Aqua scheint ihre zweite Basis aufgemacht zu haben und dieses Mal mit weniger Teleportern und vielmehr mit Strömungen und Stärkesteinen. Diese waren aber kein Problem und führten uns auf direkten Wege zu Adrian. Der Team Magma-Boss Mark war auch anwesend, hatte aber keine Chance. Er wollte Adrian dabei stoppen, die Urzeitgestalt Kyogre zu wecken und mit Hilfe des blauen Edelsteins stärker denn je zu machen. Doch zuvor forderte er mich zu einem allerletzten Kampf heraus. Mit 4 Pokémon startete er dieses Mal mit Magnine. Togepi war schneller und hatte den Typenvorteil. Ein Zauberschein und Magnine hatte keine Chance. Als nächstes kam Slymog. Dieser hingegen war im eindeutigen Typenvorteil, weshalb ich es mit Spukball probiert habe. Leider war aber der Schaden knapp unter der Hälfte und Slymog senkte meine Verteidigung. Der zweite Spukball ließ noch weniger Schaden da, aber anscheinend nutzte Togepi seine Kraft, um in dieser Runde den Mülltreffer von Slymog auszuweichen. In der dritten Runde konnte dann der Spukball den riesigen Haufen Schleim besiegen, der mir eiskalt den ganzen Kampf über den Mittelfinger gezeigt hat. Als nächstes kam dann Gift-Pokémon Nummer 2, XD-Bart. Er zögerte nicht und griff sofort mit einer sehr effektiven Giftattacke an. Als Konter kam die geballte Power Antikraft. Leider kam nicht so viel Schaden rum, wie erhofft, aber in der zweiten Runde entschied sich die Fledermaus auf Gnade vor Recht und ging auf einen Horrorblick. Togepi nutzte das aus und erledigte auch dieses Gift-Pokémon. Der Team Aqua-Boss war runter auf sein letztes Pokémon, Tohaido. Es war insofern ein besonderer Kampf, da es der erste war, in dem die Mega-Entwicklung genutzt wurde. Auch Tohaido versteckte seine Power nicht und griff mit einem Giftzahn an. Togepi blieben einzig und alleine 4 KP und eine Vergiftung. Wenn der Zauberschein gegen Mega-Tohaido nicht ausreicht, habe ich verloren. Doch die Attacke reichte aus und Togepi ging als Sieger hervor. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diesen noch gewinnen könnte. Der Kampf gegen Adrian ging erfolgreich aus, doch das stoppte ihn nicht, Kyogre aufzuwecken. Die riesige Urzeitgestalt erwachte und mit nur einem Blinzeln stürmte und donnerte es in der gesamten Höhenregion. Kyogre verschwand und Adrian merkte plötzlich, was er der Region angetan hat. Er verschwand zusammen mit den anderen Beteiligten und ließ mich dann alleine im Regen stehen. Um das Problem zu lösen, müssen wir nach Xenoville. Hier befindet sich die Urzeithöhle, in der Kyogres Aufenthaltsort vermutet wird. Und von allen Leuten und dem Champ höchstpersönlich musste das minderjährige Mädchen nun in den Kampf gegen Kyogre. Kyogre befand sich am tiefsten Punkt der Höhle und war weniger aggressiv, als vielleicht der ein oder andere vermutet. Er nahm uns sogar mit zu seiner kleinen Crib und ehrlich gesagt sah es hier ziemlich schön aus. In dieser Höhle konnte Kyogre sein wahres Potenzial zeigen und ähnlich wie Togepi aus seiner Schale schlüpfen. Was nichts anderes bedeutet, als dass er kämpfen will. Proto-Kyogre gehört mit einer Basiswertsumme von 770 zu einem der stärksten Pokémon im Spiel. Es ging die Sache aber ganz cool an mit einem Eisstrahl, während Togepi dem legendären Pokémon einen Kuss verpasste. Kyogre war verwirrt und traf sich selbst, wodurch das Baby-Pokémon freie Fahrt hatte, mit Spukbällen draufzuhauen. Zwei Runden später war die Verwirrung vorbei und Kyogre entschied sich für einen Wasserring. Die Heilung dieser Attacke war aber nicht genug. Der Zauberschein von Nuddle besiegte den Herr der Meere. Die Höhle stürzte ein und ein riesiger Strahl schoss in den Himmel. Die grauen Wolken verzogen sich und die Region ist gerettet. Wie eine Heldin verließ ich mit Togepi die Urzeithöhle und es folgten lange Monologe von Mark und Adrian, die nun verstanden haben, dass es im Leben auf die richtige Balance ankommt. Die Welt zu einem besseren Platz zu machen ist eine gute Einstellung, aber die eigene Weltanschauung als die einzig richtige zu sehen und mit allen Mitteln diese durchsetzen zu wollen, anstatt diese kritisch zu hinterfragen, gefährdet nicht nur die Region, sondern auch unzählige Lebewesen. Oh ja, schaut mal, was ich bekommen habe. Eine Flöte.
Mithilfe der Flöte kann ich Latias vorbeirufen und über die gesamte Region fliegen. Ein sehr schönes Feature, das Pokémon eine weitere Ebene gegeben hat, die es so noch nie gegeben hat. Ich habe das Ganze sofort genutzt und einen kleinen Abstecher in Baumhausen City gemacht, um die TM Strauchler abzuholen. Diese könnte ganz wichtig werden für die Arena von Xenoville, zu welcher man nur mit einem Surfer-Pokémon kommt, weshalb ich hier mit zwei Pokémon im Team antrete, aber nur Togepi benutze. In der Arena hat sich wenig verändert. Man muss Geschick auf dünnem Eis beweisen und jede Plattform einmal berühren, damit sich der Weg nach oben ebnet. Sollte das einem nicht gelingen, warten die hungrigen Trainer unten in der Schlucht. Okay, auf in den Kampf gegen Wasser-Arena-Leiter Vasili. Könnte mein Onkel sein. Er hat stolze 5 Pokémon und beginnt den Kampf mit einem Liebeskuss. Dieses war schneller und attackierte mit einer Aquavelle. Togepi konterte mit einem Zauberschein. Das Herz überlebte mit wenigen KP und wurde hochgeheilt, nur um dann wieder ähnlichen Schaden zu erhalten. Es versuchte dann nächste Runde die Kraft der Liebe auszuspielen. Togepi war aber knallhart und zerstörte das Liebeskuss. Vasili erkannte den Ernst der Lage und holte sein stärkstes Pokémon raus. Milotic. Das Baby-Pokémon wehrte die Hydropumpe ab und probierte es mit Strauchler. Der Schaden war in Ordnung. Das dachte sich nicht nur ich, sondern auch Milotic. Es heilte sich einmal hoch, merkte aber schnell, dass ich ein paar mehr AP auf Strauchler habe und entschied sich deshalb, nochmal ordentlichen Schaden zu hinterlassen, bevor es dann von der Pflanzenattacke besiegt wurde. Pokémon Nummer 3 ist Velsa. Ein Boden-Wasser-Pokémon, wo meine Pflanzenattacke nochmal effektiver zuschlagen kann. Doch leider fehlte es Togepi an Durchschlagskraft. Glücklicherweise entschied sich Velsa aber lieber im Leben zu spielen. Eine zweite Attacke besiegte dann Velsa. Als nächstes kam Seong. Aufgrund des Eistypens wollte ich es hier mit einer Antikraft ausprobieren. Eine gute Wahl, es machte guten Schaden und aktivierte den sekundären Effekt. Der Aurora-Strahl von Seong wurde dadurch zur Nebensache. Eine zweite Antikraft besiegte dann Seong. Das letzte Pokémon war Golking. Im Laufe des Abenteuers musste sich Togepi gegen mehrere selbsternannte Kings stellen. Auch dieses hier war kein Problem. Der Goldfisch lernte die Klospülung kennen und Onkel Vasili ist besiegt. Der Wasserorden ist unser. Alle 8 Orden gehören nun Togepi, was bedeutete, dass es nun zur größten Prüfung geht. Auch die Siegestraße hat einen neuen Anstrich bekommen und half Togepi nochmal etwas zu trainieren. Hier habe ich auch das letzte Puzzleteil für das Moveset von Togepi gefunden. Flammenwurf. Eine Attacke, die mir gegen Troys vorteilhaften Stahl-Pokémon etwas helfen soll. Doch zuvor gab es noch einen Trainer, der es nochmal wissen wollte. Heiko, oder auch bekannt als Ens kleiner Bruder. Auch er hat das Potenzial, eine Mega-Entwicklung in den Kampf zu schicken. Er startet aber zuerst mit einem Altaria und einem Watteschild. Meine Antikraft reichte leider nicht aus, weshalb Altaria noch ein Bodyguard durchbekam. Eine zweite Antikraft meinte es sehr gut mit dem Flug-Pokémon und Togepi ließ Altaria nochmal attackieren. Die dritte Antikraft erledigte dann Altaria und gab Togepi den Omni-Boost. Als nächstes kam Magneton und ich wusste, dass dieses Robustheit haben wird, weshalb ich erstmal mit einer Antikraft versucht habe, es anzuschwächen. Als Antwort senkte Magneton meine Verteidigung. Das Feen-Pokémon blieb standhaft und konnte mit dem Flammenwurf Magnetons KP runterschmelzen. Roselia als seine dritte Wahl widerfuhr das gleiche Schicksal. Enikoro konnte eine Attacke standhalten und konterte mit einer Säuselstimme, ehe es dann von Togepi überrumpelt wurde. Heiko war runter auf sein letztes Pokémon, Galagladi. Lasst mich Heikos letztes Pokémon mit einem Haiku kommentieren. Mega-Entwicklung. Togepi attackierte. Galagladi fällt. Heiko ist besiegt und bestand darauf, mich in Zukunft nochmal herauszufordern. Doch für mich stand etwas Wichtigeres auf dem Programm. Die Pokéliga der Höhenregion. Den AP Plus, den ich in der Siegestraße gefunden habe, habe ich für meinen Zauberschein genutzt. Und nach einem Besuch bei Schwester Joy ging es sofort los mit der letzten Prüfung für die Challenge. Auch hier möchte ich kurz erwähnen, dass der Eintritt und die Atmosphäre, die vor den Top 4 Kämpfen geschaffen wird, mit die beste ist, die ein Pokémon-Spiel bisher gesehen hat. Das erste Top 4 Mitglied ist Ulrich. Er wartet schon so lange auf eine Herausforderung, dass er einen Stuhl bekommen hat. Sorgen wir dafür, dass er ihn gleich nach dem Kampf braucht. Ulrich ist spezialisiert auf Unlicht-Pokémon und startet mit Magnein. Magnein war schneller und verwirrte mich mit Hilfe von Angeberei. Togepis Kopf blieb aber klar und zerstörte das Unlicht-Pokémon mit einer Feenattacke. Pokémon Nummer 2 war Tuhairo. Aus Erfahrung gegen Adrian sah es aber auch hier gut aus. Der Giftzahn tat zwar weh, aber der Zauberschein zeigte auch dem Unlicht-Pokémon das Licht am Ende des Tunnels. Pokémon Nummer 3 war Tengulist. Auch er war schneller und griff mit einer Laubklinge an. Pinocchios böser Onkel selber konnte aber auch keinen Zauberschein standhalten. Als nächstes kam Absol. Es griff mit einem Schlitzer an und trotz der ganzen One-Shots von Togepi wurde es langsam knapp mit der KP. Togepi hat jedes Pokémon ge-One-Shottet und trotzdem fehlt ein großer Teil der KP. Die Initiative ist einer der wichtigsten Werte für diese Art von Challenges. Auch Absol konnte Togepi erledigen. Zu guter Letzt kam Noctuska. Die Kreuzung zwischen einem Kaktus und Freddy Krüger war glücklicherweise langsamer und der fünfte Zauberschein beendete den Kampf. Top 4 Mitglied Nummer 1, Ulrich, ist geschlagen. Ich habe Togepi wieder hochgeheilt und mich zum zweiten Top 4 Mitglied begeben. Auf geht's in den Kampf gegen Geisttrainerin Antonia. Sie beginnt ihren Kampf mit einem Zyklop. Das Geist-Pokémon bekam einen Spukball ab, konnte diesen aber recht gut wegstecken. Im Gegenzug kam ein Konfu-Strahl. Und dieses Mal lief es weniger begeisternd. Togepi traf sich selbst und der Einäugige nutzte ironischerweise Sea, um eine Attacke vorauszusehen und die anderen Pokémon von Antonia zu unterstützen. Er zeigte wahren Teamgeist. Nächste Runde kam mir die geistreiche Idee, auf Antikraft zu gehen.
Zyklop damit zu besiegen und sogar alle meine Statuswerte zu boosten. Durch den Boost war Togepi schneller und mit einem Spukball entpuppte es Banette Nummer 1 und eine Runde später Banette Nummer 2. Zwischendurch traf dann auch der Seher, was halb so viel Schaden gemacht hat, da Zyklop nur ein Auge hat. Pokémon Nummer 4 war Zubiris. Dieses hatte ein Mogelhieb auf Lager. Doch der Zauberschein funkelte mehr als jeder Edelstein auf seinem Körper. Zubiris ist besiegt. Zu guter Letzt rief Antonia Zwirfinst raus. Er kam, er sah und er fiel. Ein Spukball reichte hier aus und Togepis Bewerbungsunterlagen für die Ghostbusters stehen. Top 4 Mitglied Nummer 2, Antonia, ist geschlagen. Das nächste Top 4 Mitglied wollen wir nicht lange in der Kälte stehen lassen. Auf geht's in den Kampf gegen Eistrainerin Frosina. Sie startet mit Finontor und ausnahmsweise nicht mit einer Verwirrung, sondern mit Lichtschild. Mein Ziel war es aber auch hier mit Hilfe von Antikraft meine Statuswerte zu erhöhen. Während das Eis-Pokémon darauf aus war, sich und die anderen 4 Pokémon in eine vorteilhafte Position mit Hilfe von Hagelsturm zu bringen. Doch in der zweiten Runde bekam ich meinen erhofften Boost. Togepi war damit auf dem Papier schneller, doch Finontor konnte noch mit der Prioritätenattacke etwas Schaden austeilen, ehe es dann besiegt wurde. Auf ihn folgte sein weibliches Pendant, Frostedia. Sie ist ein schnelles Pokémon und führt die Top 4-Tradition fort. Konfusstrahl und Verwirrung. Nuddle ist verwirrt und traf sich selbst. In der nächsten Runde kam dann ein Blizzard seitens Frostedia und Togepi traf sich wieder selbst. Ein zweiter Blizzard und plötzlich waren es nur noch 37 KP. Dieses Mal konnte aber Togepi eine Attacke durchbekommen und das Eis-Geist-Pokémon hielt meine Gesteinsattacke knapp stand. Doch Togepi bekam als Konstellationspreis einen zweiten Boost. Frostedia wurde zwar hochgeheilt, aber ein Flammenwurf one-shottete dieses. Das zweite Frostedia widerfuhr das gleiche Schicksal. Nach den Schnäppke-Entwicklungen folgte Valraiser. Als Eis-Wasser-Pokémon waren sowohl Flammenwurf als auch Antikraft keine starken Optionen, weshalb ich mich für Zauberschein entschieden habe. Dieser reichte leider nicht ganz aus, aber Togepi wich dem Blizzard aus. Eine sehr wichtige Runde für Togepi. Valraiser wurde hochgeheilt, aber Togepi blieb standhaft und 2 Feenattacken später war auch Valraiser besiegt. Als Überraschung folgte zum Ende ein zweites Finontor. Flammenwurf reichte hier aus, um Finontor zu erledigen und die Nummer 3, Frosina, eiskalt und dennoch heiß genug zu besiegen. Ich habe Togepi wieder hochgeheilt und dieses Mal ein paar Bären gegeben, um die AP der Attacken etwas auf Vordermann zu bringen. Der letzte im Bunde der Top 4 heißt Dragan. Wie sein Name es vermuten lässt, ist er ein Drachenmeister und startet, wie viele andere Trainer bisher, mit Altaria. Wie auch in den anderen Altaria-Kämpfen bin ich auch hier auf Antikraft gegangen. Der Schaden war in Ordnung. Altaria ging erst auf ein Watteschild und dann auf eine Mondgewalt. Die zweite Antikraft aktivierte den Super Saiyajin in Togepi und es war bereit, Wunder zu bewirken. Trotz Heilung von Dragan reichte ein Zauberschein aus, um den fluffigen Drachenvogel vom Himmel zu holen. Den Weg nach unten folgten auch Libeldra Nummer 1 und Libeldra Nummer 2. Nicht zu vergessen auch Seedraking. Togepi war auf Rampage. Es wirkt sehr abstrus, aber der Typenvorteil und die starke Step-Attacke Zauberschein sind gnadenlos gegen die Drachen-Pokémon. Selbst Brutalanda war schutzlos ausgeliefert. Eine ordentliche Machtdemonstration des Baby-Pokémons. Es zeigt auch ganz gut, was die Einführung des Feentypens mit den Drachen-Pokémon gemacht hat. Dragan ist geschlagen. Nun trennt uns nur noch der Champ vom Bestehen der Challenge. Mit seinen Stahl-Pokémon ist er vermutlich der schwierigste Gegner für ein kleines Feen-Pokémon wie Togepi. Eins seiner 6 Pokémon ist Panzereron. Dieses Panzereron erhöht die Schwierigkeit des Kampfes direkt in der ersten Runde mit einer schweren Vergiftung. Im Gegenzug habe ich mich für Antikraft entschieden, da Panzereron Robustheit als Fähigkeit haben kann und Flammenwurf damit nicht ausreichen würde. Ein Flammenwurf in der nächsten Runde besiegte dann Panzereron. Als nächstes kam Stolos. Mir blieb nichts anderes übrig, als Flammenwurf einzusetzen. Die KP schmelzten davon und hinterließen sogar eine Verbrennung, wodurch der Eisenschweif nur halb so sehr wehtat. Die Verbrennung besiegte auch Stolos. Es sah für einen Moment gut aus, aber die Vergiftung von Panzereron war eine tickende Zeitbombe, die Böses vorahnt. Treu holte sein drittes Pokémon raus. Die Feuerattacke konnte es gut wegstecken und ganz im Stile der gesamten Pokéliga verwirrte es Togepi. In der nächsten Runde traf es sich selbst und die Giftattacke erledigte den Rest. Keine Chance für Togepi. Der Champ war die Endstation. So kurz vor dem Sieg, aber durch die Vergiftung und den Typennachteil doch so weit entfernt. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, in der Siegestraße Togepi zu trainieren. Ich wusste, dass nur ein höheres Level mich vor einer kompletten Niederlage retten könnte. Dabei habe ich Togepi in ein paar Stunden auf Level 95 trainiert und mit den ganzen Stolraks hier auch leicht auf die Stahlprüfung vorbereitet. Außerdem habe ich mich absichtlich gegen Level 100 entschieden, da ich mein Bestes versuchen will, möglichst meine Pokémon in der Challenge nicht auf das maximale Level bringen zu müssen. Da Togepi schon mal die Top 4 mit einem geringeren Level besiegt hat, werde ich nicht nochmal die Kämpfe mit reinnehmen. Außerdem habe ich vor dem ganzen Training es mehrmals gegen Treu ausprobiert. Jeder der 8 Versuche war eine auswegslose Niederlage, bei der Togepi teilweise nicht schaffte, Panzereron oder Stolos zu besiegen. Das Training war die einzige Möglichkeit. Okay, auf geht's in den Kampf gegen Treu. Meine Befürchtung mit der Robustheit auf Panzereron zeigte sich schnell deutlich. Panzereron wurde zwar wieder hochgeheilt, doch auch hierfür hatte Togepi eine Lösung. Antikraft und Zenkai Boost. Die Feuerattacke in der nächsten Runde erledigte dann den Rest. Stolos
Lukas hatte neben den Stahltypen eines gemeinsam mit Panzeron: Robustheit. Leider habe ich dieses Mal keine Verbrennung bekommen und der Eisenschweif machte guten Schaden und senkte sogar meine Verteidigung. Eine zweite Attacke knockte Stolos aber aus. Wir sind wieder bei der antiken Pflanze. Anstelle der Feuerattacke entschied ich mich dieses Mal für Zauberschein. Auch hier reichte es leider nicht ganz aus und eine Verwirrung kam wieder durch. Ich habe sogar, während ich das Skript geschrieben habe, gezählt, in wie vielen Kämpfen insgesamt ich mit einer Verwirrung zu kämpfen hatte. Die Zahl gibt es am Ende des Videos. Allerdings war Nadel unbeeindruckt von der Verwirrung und besiegte die Pflanze. Das nächste Fossil-Pokémon kam raus. Ein Zauberschein war hier mehr als genug, um es wieder in die Steinzeit zu katapultieren. Weiter ging es mit Lepomentas. Er hat zwar viele Augen, hat aber nicht den Spukball kommen sehen. Ein Schuss, ein Treffer und ein besiegtes Lepomentas. Treu war runter auf sein letztes Pokémon, Metagross. Dieses entwickelte sich sofort in der ersten Runde. Mega Metagross ist eins der gefährlichsten Mega-Entwicklungen im Spiel. Doch wie bisher jede Mega-Entwicklung in dieser Challenge, zerstörte Togepi auch dieses mit einer Attacke. Ein Bild, das man nicht allzu häufig sehen wird. Togepi besiegt Treus letztes Pokémon und damit ist Treu geschlagen. Wir haben es geschafft. Wir sind Champ der Höhenregion geworden und das ohne Items und Kämpfen und alleine mit dem Baby-Pokémon Togepi. Die ersten Stunden waren für mich super witzig, da ich nur mit Metronom angreifen konnte und sobald ich Stück für Stück die richtigen TMs erhalten habe, wurde Togepi zum Zerstörer. Allerdings muss man auch erwähnen, dass einiges an Glück im Spiel war. Nicht nur wegen dem Zufallsprinzip von Metronom, sondern auch durch die unzähligen Verwirrungen von Togepi und gegen Togepi. Und auch der sehr starke Nebeneffekt von Antikraft hat gut geholfen. Alles in allem war es eine schöne Challenge. Und morgen gibt es schon die nächste Umfrage für die nächste Challenge. Also vergiss nicht zu abonnieren und das Glöckchen zu läuten, um auch das nicht zu verpassen. Doch das Video endet nicht hier. Auf meinem Weg nach Hause wollte es Briggs nochmal wissen. Genau wie in den alten Zeiten wollte er wissen, wie stark Togepi wirklich ist. Schauen wir gemeinsam rein. Mit 5 gegen 1 Pokémon beginnt er den Kampf mit Schwalboss. Nach dem Stahlflügel kam eine Antikraft von Nadel. Diese reichte aus, um das Flug-Pokémon zu besiegen. Kapilz folgte kurze Zeit später aufgrund eines Flammenwurfs und auch die Lavaschnecke wünschte sich doch lieber im Ball geblieben zu sein. Raichu konnte noch ein Lichtschild und ein Donnerblitz einsetzen, bevor es sich dann verabschieden musste. Fehlt nur noch der letzte im Bunde, Zumpex. Auch dieses drehte nochmal zum großen Finale auf und Mega entwickelte sich. Das Axolotl auf Steroide war das erste Mega-Pokémon in dieser Challenge, das seine Attacke von Togepi wegstecken konnte. Ein zweiter Zauberschein reichte dann aber auch nicht aus und für Togepi wurde es nochmal knapp. Alle guten Dinge sind bekanntlich 3 und der dritte Zauberschein beendete den Kampf. Briggs war verärgert, aber auch stolz auf das kleine Togepi. Wir beide sind die letzten Meter bis nach Wurzelheim gegangen und sahen plötzlich Unmengen an Sternschnuppen. Man munkelt, wenn man die Augen schließt und in die Kommentare dieses Videos schreibt, dass Wurwa eine kleine Special-Folge zur Delta-Episode machen soll, könnte dieser Wunsch vielleicht in Erfüllung gehen. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch einen geilen Burger wünschen. Das ist eine schwere Wahl. Ich überlasse sie euch. Das war's mit der Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt gerne das Video sowie den Kanal und hoffentlich sehen und hören wir uns wieder. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.